Ach, ich freue mich auf meinen Wellnessurlaub. Aber von einer Baustelle hat das Reisebüro nichts gesagt. Naja, ich gehe mal einchecken. Oh, sieht edel aus. Aber hier drin wird auch renoviert. Na, hoffentlich wird das nicht zu laut. Hallo, ich würde gerne einchecken. Hier, bitteschön. Okay, so viel Gepäck habe ich ja nicht, das kriege ich hin. Gut, vielen Dank. Die Treppen waren doch anstrengender als gedacht. Aber das Zimmer sieht ganz hübsch aus. Allerdings, vor meinem Balkon ist ein Gerüst. Ich hatte ein Zimmer mit Meerblick gebucht, aber jetzt kann man nicht mehr viel vom Meer sehen. Ich stelle jetzt erstmal mein Gepäck ab. Das Bad ist sehr klein, aber es reicht. Mal sehen, ob das Bett auch so gemütlich ist, wie es aussieht. Bisschen zu weich, aber es geht. Jetzt buche ich erstmal ein paar Anwendungen für morgen. Ach, morgen wird ein schöner Tag. Ich lasse es mir so richtig gut gehen. Aber ich glaube, jetzt sollte ich lieber zu Bett gehen. Wow! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Und wie sind Sie hierher gekommen? Verlassen Sie sofort meinen Balkon. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Das ist wohl eine Frechheit. So was habe ich noch nie erlebt. Das geht gar nicht. Ich beschwere mich jetzt bei der Rezeption. Ich möchte mich beschweren. Heute Morgen saß ein Bauarbeiter auf meinem Balkon und hat Frühstückspause gemacht. Er kam über das Baugerüst. So etwas kommt hoffentlich nicht mehr vor. Oh, vielen Dank. Das ist aber sehr nett. Wow, ich falle. Na, das fängt ja gut an. Ach, nach diesem holprigen Start in den Tag ist eine Massage genau das Richtige. Autsch!
bin leider sehr schreckhaft, aber mir geht's gut. Noch ein Entspannungsversuch. In der Sauna kann mir ja wohl nichts passieren. Oh nein, geht das schon wieder los? Ah, das hat zum Glück nicht lang gedauert. Jetzt ist wieder Ruhe und Frieden. Ist ja nett gemeint, aber ob das reicht? Mir hätte wer weiß was passieren können. Zum Glück ist mir die Wand nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin gleich dran. Es ist nur noch ein Kunde vor mir. Ob ich auch mal einen ganz neuen Look ausprobiere? Geht ja aufs Haus. Oh nein, schon wieder dieser Baulärm. Oh oh. Oh mein Gott. Hier bleibe ich nicht. Ich werde jetzt auf mein Zimmer gehen, meine Sachen packen und nach Hause fahren. Oh, hier ist das Schwimmbad. Wegen dringender Wartungsarbeiten geschlossen. Warum überrascht mich das nicht? Ist nicht wahr. So, meine Zahnbürste, Zahnpasta, mein Duschgel, die Seife riecht gut, die nehme ich auch mit. Habe ich noch irgendwas hier im Nachttisch? Es kann losgehen, ich habe alles eingepackt. Jetzt brauche ich erstmal Urlaub vom Urlaub.